Wenn es mich lässt. Ist aber halt nur mal so eine Sache. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. Auch nicht, wenn sie ganz lieb zu einem ist. Also ich weiß nicht, ich habe nichts gegen Little... Was ist das? Also diese Big Daddies, die hören sich irgendwie an, als hätten sie Halsweh. Ach du Heilige. Hallo? Danke für den Besuch. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Das sind überall Leute! Überall Leute! Der Holocaust? Die Diktatur? Nein! Das Instrument, mit dem... Wir sparen uns jetzt einfach mal Munition und versuchen es hier mal so mit der, Schock- und Schlagtaktik. Mieps? Ja, hallo? Ich bin schön, jawohl. Bist du das? Wirklich? Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht. Also irgendwie gefällt mir das nicht. Ich werde mal hier runtergehen und gucken. Na, das sieht aber sehr doof aus. Das hier sieht irgendwie danach aus, als würden wir hier so schnell nicht rauskommen. Ich weiß, dass der Medikus ist die Werte. Dein Revier ist dein. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's in Rapture Wassereinbruch. Ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Und dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Das wäre nun nicht so vorteilhaft, wenn hier jetzt komplett Rapture mit Wasser vollläuft. Also, ich weiß ja nicht. Vielleicht sollten wir vielleicht etwas entgegenwirken. Organisieren Sie den Transport. Bum, 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 bum. Voll auf die Birne. Hier ist es unangenehm dunkel. Hier ist sehr unangenehm dunkel. Unangenehm dunkel. Gut, ich werde hier wohl lang müssen. Oh. Da ist ja was. Picasso der Chirurgie. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Ist so dunkel. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Aber nicht mit mir. Kann die Dinger nämlich auch hacken. Ha! Wir können alles hacken! Einfach weil wir es können. So, wir müssen da runter. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir das so schnell wie möglich über die Bühne kriegen. Oh, ich brauche noch ein Querstück. Ich brauche noch ein Querstück. Oder so. Noch ein Stück runter. Jetzt noch eins darüber und schon ist diese Kamera unser. Ja! Wir haben eine neue Kamera. Wir haben jetzt hier eine Kamera, die uns hilft, wenn wir Probleme kriegen. Oder falls wir Probleme kriegen. Ja, das ist irgendwie ideal. Okay, die Leiche hat nicht viel und die sollte wahrscheinlich verbrannt werden. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir hauen die mal da rein. Mein großartig stören würde es uns wohl nicht. Ach,
Ach, was haben wir denn hier? Hacker's Delight. Ein Tonikum. Denn es gibt hier nämlich auch Körpertonikas, mit denen man so seine Fähigkeiten verbessern kann. Mit Hacker's Delight wandelt ihr Körper den veränderten Strom einer gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen. Loot nur leveln. Ist das nicht geil? Das heißt, wir werden jetzt jedes Mal geheilt, wenn wir irgendwas hacken. Genau so muss das sein. So, dann wollen wir hier mal weiter gucken. Da ich ja relativ gut hier im Hacken bin. Derzeit noch. Kann uns eigentlich so schnell nichts passieren. Werde hier bis Scheiße aufpassen müssen. Wo ist meine? Tot! Tot, sie ist tot. Tot, tot, tot. Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Okay, ich nehme erstmal hier dieses Tonic. Dieses Plasmid, weil, das wird gleich etwas komplizierter. Also, abfackeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen sollte, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Oh ja, bitte. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Nein, wirklich! Das werden wir jetzt sofort missbrauchen. Na, kommt her, kommt her. Brennt! Ihr sollt alle brennen! Brennt! Okay, ist vielleicht etwas übertrieben. Pheromone? Das sind keine Duftstoffe, sondern, naja, gut, eigentlich schon, aber wenn man es genau nimmt. Irgendwer ist hier noch. Ich weiß es ganz genau. Bloß wer? Und wo? Hier ist der Ausgang. Ich möchte aber vorher mich hier noch etwas umgucken, für den Fall, dass es hier doch noch irgendwas gibt, was mich interessieren könnte. Also, wenn das hier ein Ausgang sein soll, dann... Hier scheint niemand zu sein. Lasst mich raus! Und da draußen scheint wieder irgendwer zu sein und den werde ich mal so eben... Na kommt schon, ich weiß, dass ihr da seid. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deinen Nächsten. Egal, wer es gerade ist. Staat, die Armen, das Militär, der König oder Gott. Irgendwas gegen die Armen? Die Liste hat kein Ende. Welche Katastrophe hat je mit den Worten Diejenigen, die für den König und das Vaterland schreien, sind die schlimmsten Zerstörer. Ich weiß ja nicht, was der Typ hat, aber ich denke gerne an andere. Menschheit an den endlosen Teufelskreis von Schuld und Versagen gekettet hat. Okay, das hier scheint halt hier ein Bestattungsinstitut zu sein. Bitte bleib. Ich bin doch wach, ich weiß nicht, was du hast. Und hier hat's Geld. Oh, oh, das hätte ich mir vielleicht sparen sollen. Einmal V und einmal hacken, einfach weil wir es können und weil wir uns dann heilen können. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen schneller agieren. Einmal hoch. Und einmal rüber. Und einmal tauschen. Und nochmal hoch.
Oje, oje, oje. Das sieht mir aber sehr nach einer halben Sackgasse aus. So. Und hier ist noch ein Querstück. Und hallo, kleines Turret. Das können wir gerade sehr gut brauchen. Ach, hier haben wir ja auch noch einen Safe. Na, den hacken wir doch wahnsinnig gerne. Ach du Scheiße. Der läuft mir ein bisschen zu schnell. Ein bisschen viel zu schnell. Da ist noch ein Querstück. Okay, wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Alles super. Der Safe lässt sich jetzt öffnen. Wir können jetzt alles rausnehmen, was wir hier finden. Wir brauchen uns nicht mehr zu bücken. Also zu ducken. Also, ihr wisst, was ich meine. Ach, du Heilige. Hier liegt eine Leiche unterm Tresen. Ich habe gedacht, das wäre ein Bestattungsinstitut hier. Nichts als... Ich stehe über dir. Komm her. Ich habe meine Zeit nicht gestohlen, du Ungeheuer. Wo ist meine Puppe? Warum fragt die nach einer Puppe? Die trauert um irgendjemanden und ich glaube, die greift mich gleich an, wenn ich hier... Hallo? Miss? Die war kurz davor, uns anzugreifen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich sehe nichts. Ich hasse es, wenn ich nichts sehe. 0451. Ich glaube, das ist der Code für die Tür da drüben. Ich glaube es zumindest. Also probieren wir den gleich mal aus. Code eingeben. 0 4 5 1. Ha! Ich bin gut! Ich bin so gut! Ich bin so gut, dass es schon fast nicht mehr... it's unbelievable. Müssen wir gerade nachladen an Eve? Nö. Na gut, dann werden wir die Spritze nicht brauchen. Ist eine. Ich glaube, ich möchte hier gar nicht rein, aber ich bin einfach zu neugierig. Ganz einfach, wenn wir gleich da drüben einen bestimmten Schatten sehen. Nein, ich möchte da nicht hin. Tut mir leid, aber dafür bin ich nur wirklich zu sehr Schisser. Und deswegen werde ich dort einfach nicht reingehen. Es tut mir wahnsinnig leid, aber... Ich hasse so etwas. Ich hasse so etwas. Ich weiß, was da kommt und deswegen hasse ich so etwas. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir brauchen Telekinese, ne? Was ist das hier eigentlich? Eine Tür, die nicht aufgeht. Fick dich, Tür. Dann halt nicht. Was zur Hölle? Okay. Dann wollen wir hier mal so ein bisschen Feuer machen. Stirb! Stirb, du Biest! Du Bestie! Stirb! Kleinen Moment bitte, es geht gleich weiter.